Und wir fangen an mit Edina Müller und Jo Silva. Herzlich willkommen bei TV Vornehmer. Danke. Danke. Frau Müller, zuerst herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Medaille. Ne? Danke. Wenn man Ihre Erfolge im Internet sieht, die Liste ist unglaublich groß. Ne? Ich habe hier ein bisschen aufgeschrieben. Seit 2002 gewinnen Sie alles Mögliche als Rollstuhlbasketballerin und Parakanutin. In 2008 haben Sie in den Paralympics in China Silber geholt. In 2012 Gold in Großbritannien. Und jetzt gerade in Rio haben Sie in Parakanu eine Silbermedaille geschafft. Außer unzählige andere Medaillen in Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Haben Sie alle Ihre Ziele in Rio geschafft, was Sie vorhatten? Ja, also ich bin vielleicht wirklich mit dem Ziel hingefahren, Gold zu gewinnen, weil das auch möglich war. Aber wir hatten ein schwieriges Rennen, viel Wind. Und das war so das Beste, was ich herausholen konnte. Es war ein gutes Rennen und das war das Beste, was wir da machen konnten. Ich habe eine sehr gute Gegnerin, mit der ich ungefähr gleich auf bin. Und so ist die Silbermedaille ein tolles Ergebnis. Wie haben Sie die olympische Stadt erlebt? Gab es viel zu meckern oder war alles in Ordnung? Wir haben uns natürlich sehr auf die Paralympics gefreut, aber wir haben im Vorfeld viel gehört, dass es organisatorische Probleme gibt, dass das Budget nicht da ist, dass es nicht ganz barrierefrei sein soll, dass die Ränge leer waren bei den Olympischen Spielen. Das konnte sich für uns zum Glück alles nicht bestätigen. Also die Brasilianer haben da tolle Arbeit geleistet. Wir hatten volle Ränge, viele, viele Zuschauer, mehr als bei den Olympischen Spielen. Die Brasilianer haben die Paralympics wirklich zu ihren Spielen gemacht, waren da mit ihren Familien und mit ganz viel Begeisterung dabei. Und es war einfach toll, so nah an den Zuschauern, an den Menschen zu sein. Die Brasilianer sind sehr, sehr herzlich und haben uns da einfach tolle Spiele geliefert. Ich freue mich, das zu hören. Trainieren Sie im Winter? Wie viele Stunden pro Tag schaffen Sie zu trainieren hier? Also im Sommer ist es natürlich ein bisschen mehr, gerade vor Rio war es sehr viel. Da haben wir 3 bis 5 Stunden trainiert. Ich immer vor der Arbeit und nach der Arbeit auf dem Wasser. Jetzt im Winter reduzieren wir das ein bisschen, aber wir gehen so lange aus Wasser, bis es wirklich Eis gibt. Jetzt ist es zwar kalt, aber da muss man dann den Winter durch. Sie haben Ihre Karriere als Basketball-Rollstuhlerin beendet in 2014 und war zum Parakanu gewechselt. Wie schaffen Sie das? Woher haben Sie diese Kraft, einfach eine Redewendung oder eine Wendung in Ihrem Leben, in Ihrer Sportkarriere zu machen, trotzdem weiter Medaillen zu gewinnen? So ganz so einfach war es nicht. Es hat sehr viele Komponenten. Ich glaube, man muss immer für eine Sache brennen und wirklich begeistert davon sein. Das hat mir vielleicht beim Basketball ein bisschen gefehlt zum Schluss. Ich hatte eigentlich auch nicht vor, wieder so übergangslos in den Leistungssport einzusteigen. Habe dann schon vorher Kajak gemacht, aber nur auf Freizeitniveau. Und habe dann das Rennkajak ausprobiert und das hat mich einfach direkt gepackt. Und so ging das dann langsam weiter und es entwickeln sich wieder neue Ziele. Und natürlich, wenn dann Rio nochmal Paralympics im Bereich des Möglichen sind, dann macht man alles dafür und dann brennt es wirklich wieder in einem. Und dazu kommt natürlich, dass ich ein tolles Team um mich herum habe, was meinen Partner betrifft, was Trainer betrifft, was meine Arbeit betrifft, die mich einfach alle da sehr unterstützen und mir einfach die Möglichkeit geben, das auf dem Niveau zu machen. Ja, diese wunderschöne Gemälde hat Jo Silva für Sie gemacht. Wie ist dazu gekommen? Ja, ich war eingeladen zu Ihrer Ausstellung Rio 2016. Da konnte ich schon so ein bisschen Rio-Atmosphäre im Vorfeld schnuppern, was Jo einfach ganz toll in ihren Bildern zum Ausdruck bringt. Und dort hat sie mir dann gesagt, dass sie für mich auch ein Bild malen möchte und da war ich natürlich total begeistert von und mir gefällt einfach unglaublich diese Dynamik von dem Bild und jetzt habe ich zu Hause nach Rio noch ein Stückchen Brasilien. Genau, wir sprechen ein bisschen mehr über Jo Silva Arbeit, ne, als Malerin gleich. Ne. Jo, denken Sie ein bisschen nach, ich habe eine Frage zum Beispiel, wie war Ihre Reaktion, als Frau Müller in Ihre Ausstellung auftauchte? Ja, denken Sie ein bisschen nach, währenddessen wir eine Reportage über die Impeachment in Brasilien zeigen.